Rest in Peace. Achso, wir sind jetzt in der neuen Runde und in der neuen Folge. Ja, wir sind sie. Ja, wir sind sie. So, Leopoldi, Kaiserin. Hat sie so früh schon gegeben? Hat nicht 20. Jahrhundert noch gegeben? Yes. Ich weiß jetzt nicht genau das. Fragte Sisi. Na, das war Ende 1800. Okay. 18, was war das? Also Ende des 19. Jahrhunderts. Das googeln wir dann. Ja. Wenn die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir diese haben jetzt keine Ahnung, von was wir reden, wahrscheinlich, weil das irgendwie gerade in der Folge ist und ich eigentlich längst schon sagen hätte sollen. Sehr, sehr und herzlich willkommen. Wow! Zu einer neuen Folge von Rocket League. Gemeinsam mit Kampfrosch. Wir haben gerade über die Kaiserin Sisi geredet, die irgendwann einmal erstochen worden ist, weil wir gerade so ein bisschen was am Stück aufnehmen. Ja, alles sehr verwirrend. So ist es, ja. So wie unser Leben. Oh, schaut das an. Eieiei. Falter Sack. Ui. Ah, das war deren Plan, glaube ich. Ich bin da auch hinten notfalls. Oh ja, gut, ich übernehme. Hoppala. Mhm. Ah, jetzt fällt er mich in den Ball rein. How to lose a game, Alter, wenn wir, ja, wenn wir einfach leider zu behindert sind, Alter. Am 10. September ist die Sisi ermordet worden. Was tust du da? In Genf. 10. September. Ja, gut, dann vor zwei Tagen. Okay. 1898. Also ich habe ja gesagt, endet 1800 irgendwo. Ja, ja. 1898, meine Freunde, ist weg und 1898. Was? Oh ja, das war damals so üblich. In der Südsee. Ich bin kurz nach Ibiza geflogen und geht schon, gib ihm. Ja, genau. We're going to Ibiza. LOL. Du kleiner Sack. Ja, nicht genau gewusst, dass du das vorhast, weil Zeit hast du jede Menge gehabt. Und ich wollte ihn abstauben. Man sieht, dass man Spaß haben. Ja, lass dir Spaß haben. Die ist übrigens in München gewesen, das ist sie. Das ist ja passiert, Alter. Am 24. Dezember ist sie geboren worden, ne? München ist ja leider. Ein richtiges Weihnachtskind. Am 24. Dezember hat die Sisi gegoogelt, Alter. Ich fühle mich überhaupt nicht gestalkt jetzt von dir. Sisi, Franz. Franz, Sisi. Franz von Sisi. Oder geht's? Franz, der Freund. War das nicht die Italiener? Geh hin. Ja, ich hab. Mano! Ja, Manuelo. Manuelo! Verdammt doch mal! Ja, gut, 2-2, alles gut. Ja, in Italien ist der Franz von der Sisi gewesen. Erst hast du eigentlich auf deinem Mikrofon diesen ja, Stoff-Ding? Ja. Ah, eh, okay, weil. Das, okay. Klang ja, darum komme ich auch so oft daran an, weil ich das wollte nicht. Ja, ja, ich hab das auch um. Viel Spaß. Also auf meinem Nicht-Aufnahme-Mikro. Uiuiui. Dass wir uns gerade unterhalten. Oh, ich hab Sick Ranked. Aua! Du hast Sick Friends? Ich hab Sick Friends. Ah, ich habe Sick Friends, Mann! Doktor, ich hab so Sick Friends. Nein, der kriegt ihn oben. Was ist denn los mit ihm? Geil ist, es gibt eine Volksgruppe, die Sikhs heißt, weißt du, diese Inder mit den Turbanen. Und der heißt dann auf Englisch Sikh People. Und dann hört sich das immer als wenn das kranke Leute. Und nicht das Volk der Sikh. Das Volk der Sikh. Oh mein Gott, der verfehlt. But! Nice one. In your goal. Ich hab nicht gesagt, ich hab Sikh gefranked, sondern ich habe sie geprankt. Ja, ist knapp daneben. Ich hab sie gefragt. Aber ich denke mir einen Titel, Alter, für die sagen, Folge. Ah, ich habe so sicke Friends. Ein Titel für die Folge, ich habe sicke Friends. Da musst du irgendwelche Leute im Krankenhaus dazu malen. Ja, aber selber gezeichnet, ne? Ja, yeah, sicher. Kriegst du den? Ja, ja, krieg ich. Ah, safe. Ja. Ups. Ach, gib's doch auf, Gichnor. Du wisst es doch, wir sind besser. Ja, na gut, okay. Butz! Nice. Das war irgendwie cool. Ich bin so gerade so irgendwie über dich drüber gesprungen. Ich hätte ja, ich wollte auch ihn auf den Ball gucken können. Ich hab mir gesagt, hoffentlich crasht ihn mir jetzt nicht rein. Schau, da stell ich mich extra rüber. Zack. Ah, oh, nice. Schön abgerüst. Ja. Wie beim Wrestling, weißt du, wo sie sich die Hand geben und ja, ja, genau. Der nächste eine. Ja.
Wrestling, Alter. Hab ich seit Jahrzehnten nicht mehr geschaut. Schaut man das heutzutage überhaupt noch? Glaub nicht. Also ich zumindest nicht, aber. Ich glaube jetzt ist eher UFC und so richtiges draufhauen. Mhm. Geiler. Hoppala. Ja, das ist halt. Es war schon lieb irgendwie mit den sie tun so, als würden sie draufschlagen und es war schon irgendwie lieb. Ja, vor allem die Shows und alles war halt. Ja. Oh! Das Ganze drumherum. Der Schuss war. Ui! Cool. Gibt's einen Aufsitzer. 5-2. Oh ja. Ja, zu meiner Zeit hat es noch gegeben Hulk Hogan, ich meine, den gibt es heute auch noch. Ich glaube, den kennen wir auch. Ich wollte gerade sagen, den kenne ich auch noch. Der Undertaker. Undertaker, genau. John Cena. Ja, der John Cena war dann schon nachdem ich das Ganze geschaut habe. Ja, keine Ahnung, das so Hits. Keine Ahnung, irgendwas mit Herz. Ich habe die ganzen Namen vergessen. Nur die zwei Undertaker und Hulk Hogan, das waren halt so die bekanntesten. Ja, gut, ich glaube, die kennt man heutzutage teilweise auch noch. Ja. Okay. Alles so geplant. Dave. Die hat nicht mitgespielt, die bezaubernde Genie. Die bezaubernde Genie. Ah, nicht? Bezaubernde Genie? Wrestling? Na. Wuh! Aber die war auch cool irgendwie. Die ist zu den hübschesten Frauen der Welt gewählt worden. Also overall, was nur? Timeless. Generell. Was? Timeless, ja. Gut, weiß, dass du sprechen kannst im Gegensatz zu mir. Ja, ich bin halt noch jung. Zeit. Wenn das Alter auch schon auffällt. Bots! Ja, na gut. Das ist dein Lebensstil. Das ist auch mal. Hey, wie sich denn da jetzt austripseln lassen? Ja, ich wollte ihn eigentlich fangen und er wollte ihn so halt wie ich richtig fangen. Ja, er spielt ihn irgendwo hin. Ich wollte ihn fangen mit den Händen oder was? Ja, womit sonst denn? Mit den Reifen oder was? Ja, ich bin der Rocket League. Hallo. Aber ich habe keine Reifen, ich bin ein Kettenfahrzeug. Aha. Schlecht. Ich bin Panzerkraftwagen. So, letzte Partie, ne? Also, ich mein, ja, dann bist du endlich eingeschränkt. Wie ich dann endlich eingeschränkt, Gott sei Dank. Endlich hast du keinen freien Lauf mehr. Hallo, Liga rauf, Liga 3. Nice. Was sick. Hä? Hast du das Ranking gesehen von denen? Ja, beide Themen 2. Bless you. Geil, einfach dumm zurückreden. So. So, letzte Runde! Im Gegnerteam haben wir. Are you ready to rumble? Da haben wir eine Floridsdorfer Partei im Gegnerteam. Wir für Floridsdorf. Ah, stimmt, ja. Gibt's tatsächlich. Oder eine andere politische Partei ihrer Wahl. Genau. Wir sind nämlich völlig unpolitisch hier. Wir sind immer unpolitisch. Olle. Ach ja, die treuen Fans wissen, was wir meinen. Wissen oh mein es? Gott. Ja, ich glaube, ja doch, ich denke schon. Wenn wir unpolitisch sind, ja doch, das kennt man von unseren Games. Haben wir das mal erklärt? Ja, das haben wir das nur im engsten Kreis besprochen gehabt. Das kann sein, dass wir das nur im Familienkreis besprochen gehabt haben. Wenn wir unpolitisch sind, was das bedeutet. Wow. Oh ja, haben wir schon mal gesagt. Wenn was politisch nicht korrekt ist, dann nennen wir das unpolitisch. Ja, jetzt hast du es eh nochmal gesagt, jetzt weiß es wirklich jeder. Holde. Easy. So, eins und dann kommt die Zeit. Ah, ui, sorry. Ui. Jetzt hat er mein Replay übersprungen. Ah, mistiger Mist. Ist er nicht so, als hätte ich das auch gemacht. Das wollte ich gar nicht. Ja, eben. Ja. Ich dachte, irgendwie wird da schon noch jemand das geile Goal anschauen, aber leider nein. Achtung, da kommt ein Schuss. Ja, das ist nicht ernst zu nehmen, Entschuldigung, aber was will denn eigentlich von mir? Was ist das eigentlich für ein Upser, der soll mal früher aufstehen? Ach, Tui, oder? Schöne Ferien. Besser reisen, Tui. Oder eine andere beliebige Reisefirma. Ist das ein Reise? Ich glaube, es ist ein Reisebüro. Oh je. Ja, jetzt reist du mal heim. Das ist nicht zu Hause. Ja, aber. Du hast aber nicht mit Tui gebucht. Ja, das war aber auch nicht schlecht, was ich jetzt gemacht habe, aber wo warst du? Ah, du warst da hinten. Ja, ich bin da. Mit Bisasam, Alter, was tust du mit Bisa? Bis was, wohin fährst du? Bisasam, Alter. Bisasam, Alter.
Wiesenberg oder ein anderer beliebiger Berg. Ihre Wahl. Genau. Kann auch der Kahlenberg sein. Ach ja. Oh, schöner Schuss. It was just a prank, man. Ah, okay. Ey, ich prank dir jetzt gleich, also mach das bereit. Du prankst du. Okay, geiler Prank. Kannst du nochmal prank? Verlängert, pranken? Ja, ja. Ui, der war schön. Ui, und da war wenn. Da ich war wenn nicht bereit für meinen Prank. Ja, nicht ganz, weil der war ein bisschen zu weit für mich. Prankig. Da waren meine Arme wieder mal zu kurz. Du kurzarmiger Bruder, du. Wie das klingt, das wäre keiner von diesen armen Leute. Oder die. Na, da hast du eben keine Arme. Oder kurze Arme. Verstehst du wegen arme Leute und so? Ja, ja, ich hab den Wortwitz verstanden. Ich bring ihn um. Oh, der ist mir ausgewichen. Ach, wie geil du ihn nicht umgebracht hast. Ja, ich hab gedacht, ich kann ihn irgendwie wegpranken und du machst oh, da ist so. Er schon. Ich glaube, ich kann ein Brot gestört. Ja, üpf, ja. Ja, ist schon längst am Hüpfen. Ja. Bats drin ist er. Just a goal, bro. Nice one. Danke. Oh, nice. Alter, halt schon. Also. In letzter Zeit kriege ich sogar Tore hin. Wow. Such impressive. Oh ja. Aber. Boah, der war eigentlich schön in die Kreuzecke, aber die Kreuzecke wollte nicht. Was macht er mit dem Ball? Ja klar, spielt ihn darüber. Hallo. Ah. Ah. Hi. Oh, lol. Hi. Oh, was für eine Auflage. Ja, verdammten Kack-Noobs, Alter. Ha, was für Noobs. L to P. Learn to P. Mann. Pissen muss auch gelernt sein. Ein geiler Name für einen WLAN-Router. It hurts when IP. Ja, ist gut, ja. Ach, Millimeter daneben. Achtung! Kilometer daneben. Alarm! Wow. Alarm! Also. Ui. Du schon wieder nur an Schmuddelfilme denken kannst. Nee, ich gar nicht. Das ist ein Meme. Das ist Meme? Meme. Ein wunderbares Meme. Meme. Fuck. Schön. War das ein. It was a prank, man. Oh, wir sind beide da, weil wir es einfach können, oder nicht? Ja, das. Alles das gesehen, Bruder. Da, wie ich ihn umgebracht hab. Der fiese Arsch, Alter, wie er das noch gemacht hat am Ende. Fieser Helfer, ja. Weil ich hätte sonst abgewehrt, aber. Ach, der hat nochmal gespielt. Ja. Sofort hoch. Geht einfach nur mal sicher, der Typ, Alter. Kommt gar nicht. Oh. Gegen uns muss man auch auf Nummer unsicher gehen. Eieiei. Die Nummer, die verunsichert? Die erste allgemeine Verunsicherung. Der Sandler-König. Eberhard. Das Auge rot, die Leber hart. Autsch. Wollt auch mal ein bisschen so rumtribbeln, ne? Ich will auch mal ein bisschen rummachen, ne? Mach mal ein bisschen rummachen. Wow, das war knapp. Dann lass es mich nicht, die Schweine. Au, der war dezent fester, als ich das vermutet hätte oder wollte. Aber ich bin auch von hinten ja, angekommen. Ja! Alter, da war schon das Tor. Ja, komm. Mist. Das war, da hätte ich gleich hin sollen. Gleich da, zack, gleich weiter. Naja, gut, konnte ich nicht vor der Luft. Aber trotzdem, Winkel verkürzen. War schwer, wäre mal möglich gewesen. Ringgasse. Ich spiele links rüber. Ich spiele ins Tor. Ich spiele einfach ins Tor, ja. Das ist zwar jetzt nicht links. Er spielt wenigstens links rüber. Ja, also, das kann ich über... einmal mit den Gegnern zusammenspielen. Nein, ich muss immer beim Teammate spielen. Oh, mach du. Deiner. Ja, ich mach. Nein, sorry! Warte, ich kugel noch rum. Ja, okay, mach was. Ich geh auf den Ball. Ich hänge am Tor. Mist, das ist nicht gut. Du kannst nicht im Ball Tor hängen. Im Ball. Nein. Nein, was tust du? Mach ihn! Junge, ja! Ja, nächste Sekunde! Alter! Ganz cool, Bro! Verdammt. Als ob du dir so viel Zeit Alter, lässt! Leibans. Alter, ich hab fast noch gehabt! Krass, Alter! Was für ein Finale!
So, jetzt geht instant bei uns rein. Ja, auf. Ich hoffe es einmal. Schade. Oder schaff, ich helfe ihnen, ich helfe ihnen. Ja, auf, ey! Ich möchte mich gescheit einranken. Jawoll! Schaffen sie nicht mal. GG, Jungs da drüben. Easy. GG. So, jetzt wollen wir gleich wissen, was ich bin. 100%. 100% nur. Ui, 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 ui. Was hat er denn? Warum hustest du so viel? Da ist ein Diamond 1. Nein, oder? Doch! Yes, Alter! Jawollo! Yippie! Ah, das erste Mal, glaube ich. Ja, gleich einen Screenshot machen, Alter. Ich nehme auf, zu Spaß. Das muss drin bleiben, Alter. Das bleibt drin. Ja, geil! Danke fürs Zuschauen! Gerne! Servus! Ja, das ist mein Daumen da, Matthias. Mach ich. Das will ich zu sein, ein Daumen da. Hui! Hui! Tschüss! Tschüss!